Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir befinden uns in Hyrule und ich habe mich entschlossen, ich werde erst hier vorne zum Schloss Hyrule gehen. Ich denke, ihr wisst ja, was da passiert, wenn man so die drei Kristalle hat. Pro-Tipp, nicht Positives. Gar nicht Positives. Aber man kann ja zum Glück zwischen den Zeiten hin und her switchen. Man merkt sofort, wie das hier so düster und neblig wird. Traurig. Dann. Verdammt, sie ist fort. Du da, kleiner Wicht. Du musst das weiße Pferd gesehen haben. In welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Du Narr. Ha. Du hast Mut, doch Mut kann manchmal tödlich sein. Armseliger Tropf. Weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Ganondorf, der König der Gerudos. Ein Glück war das jetzt kein dramatischer Moment oder so. So, tauchen, wollen die Ocarina. Voll an den getroffen. Verstanden. Schatten direkt darüber. Lenken. Komm, nur ein Stück. Ach komm, willst du mich verarschen? Jackpot! Die Ocarina der Zeit. Die Ocarina ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Link, kannst du mich hören? Ich bin es, Zelda. Link, nun, da du die Ocarina in den Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Ich versuchte, auf dich zu warten, doch die Zeit drängte. Zumindest konnte ich dir die Ocarina übergeben und diese Melodie.
Du hast die Hymne der Zeit erlernt. Wohlan, Link, spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter. Wie zum Teufel bin ich aus Wasser gekommen? Ich bin trocken. Nein, okay. Jokes by the side, sagen wir mal. Gerade. Was ich nur gerade dezent lustig finde, in Bezug darauf, was ja eigentlich passiert ist, sollten nicht eigentlich die Stadtwachen des Königs, ich weiß nicht, verhindern, dass so etwas passiert? Sollten die Typen ihren Speer nicht eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, umnieten? So ein bisschen umnieten, wenigstens. So stabby stab. Weil, ich weiß ja nicht, wie der euch geht, aber ich finde es recht seltsam, dass er da so einfach, oh ja. Hey, Moment, die Prinzessin flieht in Panik. Hey, Moment. Sehe ich da gerade richtig? Ist da allen Ernstes gerade dieser komische grüne Mensch, dieser Hulk? Ist er gerade wirklich der Prinzessin hinterher gehechtet? Ich meine, gut, okay, das wäre auch alles irgendwie ein bisschen leicht in der Zelda-Welt. Da ist, glaube ich, ein Secret unter dem Stein. Wenn hier wirklich jeder einfach mal aus purer Logik handeln würde. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, das Ding wird mir auf den Sack gehen. Oh, wir werden übrigens scannen, was es ist. Killer-Anan. Was? Anas. Killer-Anas. Versuche ihre Wurzeln zu erwischen. Sie ist ihre schwache Stelle. Okay. Oder auch nicht. Oh nein. Komm. Komm, Link, jetzt töte diese riesige Ananas. Sollte der König von Hyrule nicht eigentlich mal ein paar Warnschilder ausschreiben, dass hier Ananas sind, die riesengroß sind und explodieren? Ich meine ja nur, also. So. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Deswegen öffnen wir es mal und gehen rein. Und tschüss. Ah, ein normaler Feenbrot. Das wäre ja jetzt an sich jetzt eigentlich ziemlich unnötig. Aber. Ah, Mist, in dem einen habe ich ein Irrlicht drin, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ha! Haha, ich habe eine Fee als Sklavin eingefangen. Ich bin ja überhaupt kein Monster. Da erinnert mich dann irgendwie immer die ganze Zeit an diese, ich glaube, das war auch Videogame Cats, wo Link dann da steht und diese Feen am Essen ist. Und der Shop-Verkäufer, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das in dem war oder in Majora's Mask, verkaufen die auch Gläser mit, auch ernsthaft? Gläser mit Feen drin. Und da steht dann da so und dann. Halt, stopp. Was ist das denn da? Da steht jemand! Tag. Sir? Er läuft weg. Oh mein Gott. Sir! Oh. Sie sollten aufpassen, Sir. Warum wird der eigentlich nicht von Skeletten angegriffen? Warum betrifft es immer mich mit sowas? Ach, das ist dieser komische Jogger. Jogger! Komm her! Joggernaut. Okay. Komm hier. Redest du auch? Wie feststellen nicht? Okay, have fun. Ich glaube, ich ging's zu den Gerudos. Weil das sieht mir so wüstig aus. Ah, da fällt mir ein. Habt ihr eigentlich schon mal dieses Unreal Engine 4 Stück gesehen aus Zelda Ocarina of Time? Was jetzt, es hat jetzt vor einer Weile, vor kurzer Zeit mal eine Runde gemacht. Und wo ich das gesehen habe, habe ich auch nur gedacht, so heilige Scheiße. Also, es ist ja dieser Nintendo NX in der Mache.
Der soll ja halt nächstes Jahr irgendwie anlaufen oder so. Also die Konsole. Und ich fand das echt interessant, weil das hatte nämlich dann so ein bisschen so gezeigt, als wenn die jetzt Unreal Engine 4 beispielsweise benutzen würden, um nochmal ein HD Zelda zu machen. Ich meine, wow. Also ich war beeindruckt, muss ich sagen. Auch wenn sowas ja immer halt irgendwie so leicht Tech-Demos sind, die ja schon halt jetzt... Ach Mist, man kommt nur vom Reich der Zoras da rein. Hey Moment, das ist eine Höhle. Rupees! Ah ja! Okay. Boom, jetzt sammle ich wahrscheinlich Rupees ein, die ich überhaupt nicht brauche. Sag ich doch. 5 Rubine! Yeah! Ich bin der King mit dem Bounty! I collected my Bounty! Was zum Teufel? Man sollte meinen, dass der König so etwas anmerkt. Das ist eigentlich recht gewalttätig und gefährlich. Schnell. Was? Oh Gott. Oh Gott. Eine Larve der Killernass. Verteidige dich mit deinem Schild. Bist du dir sicher damit? Oh. Okay. Ja. Ich dachte jetzt schon, wie soll ich denn die bekämpfen? Oh shit. Bombe! Oh Gott. Ausweichung selber. Nö. Kleine Hose, Scheiße. So, noch eine Höhle. Mann, ist ja richtige Höhlenkletterei hier. Wow. Wow. Jetzt dachte ich mal, ich krieg irgendwie, weiß ich nicht, wenigstens ein nützliches Utensil oder ein Glas oder so. Und dann doch nicht. Nicht für dich. Damit dieser ganze Part jetzt oder nicht vollkommen umsonst war. Werde ich jetzt einfach dezenterweise noch in die Zitadelle der Zeit gehen. Und deswegen machen wir mal an der Stelle kurz einen Cut. So, da sind wir auch schon wieder. Und hier stellt sich mir zum Beispiel die Frage, warum hat das keiner bemerkt, dass hier ein Typ ein Pferd am Reiten war, der grün ist. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, als ob der sonderlich unauffällig war, sondern er war grün. Naja, egal. Plot Points. Zitadelle der Zeit. So, jetzt brauchen wir nur... Hier drin können wir sowieso nur die Ocarina benutzen, von daher... Juhu! So, wer war da nochmal? Nee. Was? Ha! So, die Secret-Tür ist offen. Und jetzt können wir das Master-Schwert holen. Und dann werden wir Adult Link. Link, ist das nicht...
Diese legendäre Klinge. Das Master Schwert. Da. Oh. Da. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ich muss dir danken, Kleiner. Link. Ganz kurz, wir ignorieren jetzt mal den Fakt, dass ich in dem Moment eigentlich erwachsen bin, ein großes Schwert habe und er unbewaffnet ist. Ich hätte ihm auch einfach ins Gesicht stechen können. Ich sag ja nur. Wach auf, du bist der Auserwählte. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen, im Tempel des Lichts. Und du hast es übrigens abgefuckt, Link. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitfels gezogen hast, gezogen hast, hört sich besser an, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Link, erschrick nicht. Schau dich an. Er nimmt's gelassen. Sieh nur, Link, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebombt. Oh, danke. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Nee. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Hallen der Weisen noch schützen. Doch noch ist die Hoffnung, die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten, die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die der Kraft zum Weisen wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen,
und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Das Amulett des Lichts, Rauru der Weise, gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Zitadelle der Zeit. Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wir wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse diese Welt, weil jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohen Bergen, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt wieder Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Sheikah, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Sheikah an. Wahrlich, du siehst aus wie der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in den Händen oder in der Hand. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, was dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Link? Okay. So, ja, jetzt kann ich im Grundsatz eigentlich vieles nicht mehr benutzen, was ich damals benutzt habe. Zum Beispiel das nicht mehr und das nicht mehr. Warum auch immer ich das nicht mehr benutzen kann. Egal. An der Stelle werden wir diesen Part erstmal beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.